Willkommen zu einer weiteren Folge Prison Architect. Zuletzt haben wir angefangen, den unteren Gefängnisblock zu bauen und haben die Straßen verbessert. Beziehungsweise schöner gemacht. Verbessert kann man nicht sagen. Ja, ich fange dann jetzt schon mal an, den nächsten Gefängnisblock zu bauen. Denn das ist alles präpariert dafür, sag ich mal. Und dann bietet es sich natürlich an. So, kann ich mal mehr reden. Den auch fertig zu bauen, damit ich neue Gefangene bekomme. Ich werde dann demnächst, wenn ich den neuen Bereich habe, auch auf schwere Gefangene umsiedeln. Und dann werde ich auch einen Bereich machen, extra nur für Leute, die gesichert werden, geschützt werden müssen, damit so Verräter und so ehemalige Gesetzeshüter, die ja auch ihre Strafe eigentlich absitzen müssen bei uns, nicht direkt wieder draufgegeben werden bei uns. Und dadurch hoffe ich dann eigentlich, dass dann ein bisschen mehr Ruhe in mein Gefängnis reinkommt. Aber dazu komme ich dann irgendwann mal in den nächsten Folgen, wenn ich dann mal fertig sein sollte. Und, ja, auch das Geld habe. Letzte Folge hatten wir ja schon knappe 35.000, aber das musste ich halt wieder ausgeben. Wie ihr seht, einmal Autospeichern. Und ich mache das hier direkt am besten auch schon. So. Vielleicht hätte ich das nicht direkt hier machen sollen, sondern erst einen fertig machen sollen. Aber wenn ich jetzt schon angefangen bin, dann mache ich auch fertig. Und da muss ich halt irgendwie gucken, wie ich wieder an mein Geld komme. Naja, passiert. Sonst hätte ich es durch die neuen Gefangenen machen können. Jetzt nicht mehr. Weil den anderen Gefängnis. Ich kriege nicht einen Gefängnisblock fertig. Dann jetzt. Leider, weil ich zu blöd war, daran zu denken, dass ich ja nicht unendlich Geld habe. Aber das ist vollkommen okay. So. Dann mal eben kleine Wasserrohre verlegen. Oh, jetzt kommen auch noch neue Bäume rein. Oh, dann habe ich ja gar kein Geld mehr. So gut an sich eigentlich gesagt. So, danach müssen wir eigentlich weiter die Zellen einrichten, aber das kennt ihr auch schon im Grunde. Ich warte eigentlich gerade darauf, dass ich Elektroschocker, ach, ich habe muss noch, stimmt, ich habe letzte Folge 10 neue Wachen eingestellt, damit ich meine neuen Leute auch unter Kontrolle halten kann. So, aber im Grunde kann ich jetzt schon wieder 10 neue Leute einliefern lassen. Oder es ist fast 8 Uhr, jetzt tue ich das auch. Mal eben 10 neue, dann kriege ich wenigstens ein bisschen Geld wieder. Und ich habe den Platz ja. Ne? Wie sieht es arbeitstechnisch aus? Ah ja, hier werden sowieso gerade keine geholt. 22 nur noch. Ja, ich habe viel zu viel Platz. 30 kann ich momentan. So, da kommen die 10 neuen Gefangenen. 23 warten auf Anhörung. Wie viele Stunden habe ich denn am Tag, wenn ich mal gucken darf? 6. Aber das wird weniger, denke ich, weil wenn ich schon 6 am Tag habe, das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich, ehrlich gesagt. Wissen tue ich es natürlich nicht. Oh, die müssen natürlich erst einmal hier durch. Ist auch klar eigentlich. Neue Bäume werden auch eingeliefert. Ja, hier werden die erstmal auseinandergenommen, natürlich. So. Und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Dann kriege ich vielleicht noch mehr Geld, endlich. Ja, hier liegt auch einiges noch rum in der Werkstatt zumindest. Hier liegt alles einiges an Rohholz rum. Ist natürlich auch dann ganz praktisch, dass ich dann ein bisschen was mache. Also, beziehungsweise ein bisschen was an Geld bekomme im Laufe der Zeit. Meine Leute arbeiten ja schon im ersten Gefängnisblock wieder. Das ist gut. Kriege ich nämlich nochmal neue Leute. Einen ganzen Haufen. Und wie kriege ich denn da überhaupt? 2, 4, 6, 8.
10, 12, 14, 28, 56 Leute. Das reicht gerade so nicht. Vielleicht genau 199 Leute bei mir lagern. Das ist zu wenig. Wobei ja noch die 12 von der von hier abgezogen werden. Aber eigentlich sollte trotzdem eine gerade Zahl rauskommen. Das bedeutet ja, dass ich irgendwo Tunnel habe. Oh, einmal wegmachen bitte. Dann sind es 144 und krieg 56. Ja, dann sind es 200 und 12 werden abgezogen. Dann habe ich 188 Leute, kann ich in Zellen stecken. Das ist auch schon nicht wenig, einfach mal gesagt. Es kommen neue Bücher rein. Ja, ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Platz geschaffen. Klar kommen neue Bücher. In den Läden wird auch einiges einsortiert. Wie man sieht, wird eigentlich was verkauft? Oder wird viel... Kaufen die überhaupt viel? Weil das bekomme ich sogar nicht mit, wie viel Geld die so haben. Aber zum Beispiel die ganzen Leute in der Werkstatt, die haben 70 Dollar, beziehungsweise Euro. Ja, da können die sich keine Ahnung, wie viel Geld, Zeug hier rauskaufen. Das müssten sie noch ein bisschen verbessern in dem Patch, dass die dann auch hier mal einkaufen gehen. Ist ärgerlich, finde ich. Aber okay, das kommt vielleicht noch. Ja, in den Werkstätten liegt natürlich... Ach du Scheiße, ich habe 6000 Geld bekommen für vorzeitige Entlassung. Nett! So, ich fange dann schon mal an, meine Zellen einzurichten. Damit ich zumindest vielleicht doch einen Zellenblock fertig bekomme. Also den hier, weil die sind hier bei dem ja deutlich weiter als bei dem anderen, ne? Dass ich dann den hier jetzt erstmal komplett einrichte. Und dann den anderen komplett einrichte. So, und das könnte auch reichen. An sich mit dem Geld. Könnte zwar knapp werden, aber reicht eigentlich. Ja, reicht. Diese Zellen werden damit offiziell fertig. Ich brauche zwar noch ein bisschen Geld, um auch die Solitary-Zellen fertig zu machen, aber da komme ich auch dran. Zum Beispiel so. Was mache ich dann mal eben? Schwere Gefängnistür. Dann hätte ich diesen Gefängnisblock nämlich auch schon komplett fertig. So. Dann muss da jetzt noch eine Patrouille rein. Fertig. So, dann wäre das der erste Gefängnisblock, wo ich wieder, keine Ahnung, 28 Leute oder so drin lassen kann. Auf jeden Fall einen ganzen Haufen. So, hier die Betten stehen wieder rum. Die werden mir wieder nicht angeerkannt. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Eigentlich, aber okay. Dann sollte ich den vielleicht nochmal... Ja, ich kriege eine Strafzahlung von 1000, aber auf dem Sitz kriege ich die... Den nehme ich nochmal an. Das macht... Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das wäre sonst nämlich echt ärgerlich. Ich habe ja schon Betten produziert. Und auch ausgezeichnete Betten, wie da halt steht. Aber wird mir ja scheinbar nicht anerkannt. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber okay. Aber wie viele Gefangene hier in der drin sind, das ist unglaublich. Essensverteilung, es sind auch zu viele, das weiß ich ja selber. Da darf nie Tumult ausbrechen in nächster Zeit, bis ich den neuen, das mit die neue Abteilung habe, sonst bin ich am Arsch. Und zwar so richtig. Ja, meine Leute sind alle, können alle genug essen. Das ist gut. Hab immer noch 1000 Knete, das ist auch okay. Ja, hier kann ich momentan nichts reinmachen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann auch noch Anhörungsräume machen. Und es sind ja nur noch 18 Leute jetzt, ne? Wie viel kann ich immer? 28, ein paar werden rausgelassen, ergo kann ich wieder 30 Leute reinholen lassen. Eigentlich bis dahin sollten die fertig sein mit dem Gefängnisblock. So, und nochmal 30 Leute sind nochmal 30 Leute mehr, die auch in die Sicherheitsunterweisung können. Was ja an sich bedeutet, ich muss mal eben die Programme nachgucken, sind die irgendwelche dauernd voll?
Das Grundbildungsprogramm. Voll, und noch 6 wollen weiter. Okay, das ist okay. 13 Wartenschlangen, da brauche ich dann auf jeden Fall noch einen neuen Platz. Hier auch. Da auch. Da ist okay. Und spirituelle Führung könnte man auch mal eine zweite ansetzen. Aber die ist dann nicht voll. Ergo, lass ich das. So. Dann gucken wir doch mal, ob das so geht. Und warte dann darauf, dass meine Leute fertig werden irgendwann mal. Ja, hier sind die jetzt. Wie weit sind die denn hier? Fast fertig sind die mit dem Raum auch schon. Das ist gut. Habe ich eigentlich letztens mal die Richtlinien überarbeitet? Ja, habe ich. Auch gut. Das ist sehr schön. Ja, und jetzt lässt sich auf die neuen Gefangenen warten, dass ich Geld bekomme, weil an Exporten ist ja momentan nicht viel, gerade leider. Neue Bäume werden gerade gekauft, weil die wohl abgeholzt werden sind, worden sind. Ja, haben die den Tunnel immer noch nicht weg? Man hat 30 gefangen, da kann ich dicke. Hier sind noch 3 Zellen frei und ich habe dann... Dann sogar noch 2 eigentlich. So. Bald wird einer entlassen. Und ich habe dann jetzt, wenn die fertig ist, 172 Zellen. Also 31 und dann einer entlassen sind 32, ne? Passt wohl. So, in 2 Stunden kriege ich dann 16.000 Geld. Kann damit den nächsten Gefängnisblock machen. Ich kann damit auch eigentlich schon mal anfangen. 3, 3, 4, boah. In der Dusche, da darf auch nie Tumult ausbrechen, dann bin ich auch am Arsch. Ey, dann, wenn da ein Initiator bei ist, dann bin ich halt sofort tot. Dann sind ja, das sind ja im Grunde 100 Leute, die in die Dusche gehen. Ich sollte vielleicht eine zweite bauen. So, an Toiletten sind die dann versorgt. Aber die Gefangenen kommen jetzt auch, ne? Aber das ist auch eine relativ große Dusche. 16.000 von neuen Gefangenen, ey. Scheiße, ey. Und am nächsten Tag können nochmal die nächsten 30 kommen. So. Betten rein. Und jetzt. Gefängnistüren. Dann hätte ich das auch schon mal soweit. Jetzt eine Patrouille noch eben durchschicken. Oh, nochmal 9.000 für vorzeitige Entlassung. Und dann kriege ich am nächsten Tag nochmal 16.000. Dann habe ich die 45.000 auch fast schon wieder zusammen. Ja, und dann muss ich mal gucken, wie es dann aussieht. Weil, wie sieht es denn jetzt wirklich mit der Sicherheitsunterweisung aus? Wie viele Leute wollen eine Sicherheitsunterweisung machen? Viele. Dann kann ich auf jeden Fall... 10 sind interessiert. Kücheneinweisung, wieso habe ich denn... Achso, klar, weil ich die Küche abgerissen habe. Das ist plausibel. Kücheneinweisung mache ich mal noch eine und eine Sicherheitsunterweisung macht momentan gar keiner. Schwererlich, wieso? Muss ich auch noch neue machen? Dass ich irgendwer rein will? Ja. Zweite brauche ich aber nicht, auf gar keinen Fall. Lehrstuhl als Tischler reicht auch. Grundbildungsprogramm, okay. Hier habe ich jetzt überall eine zweite reingehauen. Das wird sich wohl abarbeiten. Spirituelle Führung, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich eine zweite brauchen könnte. Weil an sich ist fast voll, aber halt noch nicht ganz voll. Ne? Aber ich kriege ja jetzt auch neue Leute. Dann wird das schon wieder anders aussehen wahrscheinlich. Apropos, ich muss hier noch diese Sachen als Zellen deklarieren. Dann hätte ich 188 Zellen und 12 in der Holding. Ja. So. Dann war ich der Meinung, dass ich mehr Gärtner und Hausmeister brauche. Scheiße, so viel wollte ich doch gar nicht. Und ich brauche dann auf jeden Fall auch neue Wachen. Hatte ich gesagt. Ne? Ja, und ich werde schon mal den zweiten Psychologen einstellen. Dann kann der nämlich ein bisschen... Oh, hier habe ich Gras vergessen. Okay, das mache ich auch mal eben. Habe ich dann wahrscheinlich hier auch vergessen, oder? Ja. So. Und dann wird der restliche Geld jetzt erstmal gespart, nämlich wirklich dafür, dass ich die 45.000 für den nächsten Bereich aufbringen kann. Der muss ich hier nehmen. Muss ich den nehmen. Und dann den hier. Weil
Der kostet dann mehr, weil ich dieses Stück hier oben dann ja auch mitkaufe. Aber den muss ich nehmen, damit ich hier eine vernünftige Kantine für die beiden Blöcke hinsetzen kann, weil die können da eigentlich mit da unten nicht mit rein. Zumindest einer von den beiden, zwei von denen nicht. Also diese oberen nicht. Das ist zu viel eigentlich. So. Ausgezeichnete Betten, die werden jetzt auch anerkannt. Das ist gut, dann kriege ich das Geld nämlich auch bald. Grundbildungsprogramm sind auch immer jetzt wieder 10, 20 Leute, sind auch 20 Leute immer drin. Allgemeinbildungsprogramm. Momentan einer. Das ist okay. Ich habe halt nicht so viele bei allgemeinen Bildungsprogrammen, die das interessiert und auch nicht so viele, die da bestanden haben. Deswegen geht das momentan noch. Aber im Laufe der Zeit hätte ich das wohl ganz gerne, dass das fertig wird. Mal liebevoll gesagt. So, ja, hier, was haben sie denn? Achso, hier wird, fehlt noch das Bett. Ja, aber die kommen ja, sag ich mal. Ne? Das kommt ja, also Laden, die Läden verkaufen jetzt auch langsam mal selten was. Traurigerweise, dass das nur selten ist, aber okay. Ja, hier liegt einiges an Holz, was ich noch kriegen sollte. Und die sich eigentlich das Holz aus den anderen Werkstätten? Dass die das verarbeiten, das weiß ich gar nicht. Das wäre wohl praktisch. Und ich sollte vielleicht auch mal im Laufe der Zeit auch mal gucken, ob ich nicht Informanten kriege. Weil der da ist zum Beispiel... Sollte zumindest irgendwie Zellen machen, dass die irgendwo hin machen. Also zumindest ein Zellenblock. Ja, aber der wird jetzt gleich gekillt. Tut mir leid. Tschüss. Das werde ich dann machen, wenn ich den neuen Block baue. Wenn ich das neue Abteil habe und wie ich das schon mal gesagt habe. Ja, 32 Leute kann ich machen, weil mir fehlen ja noch zwei Zellen. Und ich habe dann 32 Leute, die Platz haben. 13 warten noch drauf. Das reicht auch 6 Stück am Tag. Dicke. Eingesperrt ist einer. Einer braucht einen Arzt, aber der wird dann wohl irgendwann selber hingehen, hoffe ich. Wenn er klug wäre. Oh, hier will einer... dass er ausbrechen möchte. Das gucken wir mal eben nach. Dieser Idiot. Nochmal durchsuchen. Sag mir nicht, ich habe jetzt hier Tumor. Oh, da bin ich am Arsch. Da drin ist das ganz blöd. Momentan. Da muss ich auch mehr reinhauen. Auf jeden Fall. Und in beide nämlich eigentlich auch wohl. Sag doch, dass da was ist. So. Ich bin noch nicht ganz blöd. 16.000 Geld momentan rumfliegen. Sind die neuen Gefangenen schon da? Nee, die kommen doch noch, oder? Das lohnt sich. Stimmt, ich wollte Essensverteilung eben gucken. Ja, die gehen auch da rein. Das ist gut. Okay. Okay, okay, okay. Hier sollte ich vielleicht mal Türen vormachen, damit das als abgegrenzter Bereich geht und dass ich denen auch irgendwo zuteilen kann. Sollte ich wahrscheinlich jetzt auch schon machen. Und ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir haben die fertig. Ich warte jetzt am nächsten Tag eigentlich nur darauf, dass die Gefangenen kommen. 13.000 Geld eingestreicht wird. Ein bisschen mehr sogar, 16.000. Dann hätten wir 32.000. Ich brauche 45. Das ist ärgerlich. Dann fehlt mir nämlich noch ein bisschen Geld. Ah, hier, 10.000 für Exporte. Und ich kriege ja wahrscheinlich auch das Geld hiervon bald. Dann hätte ich übrigens jetzt 41.000, wenn das denn fertig wird. Und es kann noch ein bisschen, wird auch noch verkauft. Ein bisschen Holz liegt hier noch überall rum. Und ja, das wird schon klappen. Ich denke mal, im Laufe der nächsten Folge werden wir dann wohl den Bereich kaufen können. Wir werden dann hoffentlich jetzt auch ein paar neue Leute hierfür bekommen, die das hier machen wollen, weil das ist relativ wichtig, wie ich finde. Ja, hier habe ich halt ein paar Verhaltenstherapien, die auch machen müssen. Spirituelle Führung, werde ich mal eine zweite ansetzen. Jetzt wird sich das lohnen, weil ich habe halt 200 Leute und dann lohnt sich auch eine zweite spirituelle Führung. Und ja, soweit so gut, würde ich sagen. Ich sage dann mal danke fürs Zugucken und wir sehen uns bei der nächsten Folge Prison Architect. Ich speichere es mal eben ab. HP von Prison und wir sehen uns dann. Tschüss.